Und herzlich willkommen wieder zurück bei 7 Days to Die. Mein Name ist Memo. Und wir laufen los. Habe ich da wirklich einen Zombie vergessen? Egal, der ist eh leer. Dann lassen wir den einfach mal Zombie sein. Wir werden. Oder wir sind losgelaufen, um uns den Trader. Direkt übers Wasser natürlich, ne? Uns den Trader zu suchen. Und zwar erstens einmal, um die Quest endlich mal abzuschließen oben. Und wir schauen, ob wir uns eventuell unterwegs einen geeigneten Bauplatz finden können. Was ich schon seit längerem suche oder vorhabe zum Bauen. Ich suche eigentlich im Augenblick einen Hang. Also, die hat doch gepennt, bis ich gekommen bin. Warum kommst du jetzt? Schlaf doch weiter. Okay, mit dem Crossbow muss man wirklich noch üben. Das ist noch sehr schlecht. Oder ich sollte wirklich die nächsten Skillpunkte auf Bogenschießen investieren. Dadurch, dass die Skillpunkte so niedrig sind, werden ab und zu mal mit Absicht daneben geschossen. Eigentlich skillt man, indem man so viel wie möglich Zombies killt und tötet. Können wir eigentlich skillen und werden immer besser. Ich würde mal sagen, tun wir es einfach mal, lassen wir es einfach mal so. Wir werden wahrscheinlich jede Menge Zombies treffen. Jede Menge Zombies töten müssen. Da hinten ist einer. Okay. Dann laufe ich mal schön weiter. Mein Trader ist in der Richtung. Aber jetzt habe ich natürlich direkt vor mir diesen großen See gehabt. Und muss leider außen rum laufen. Ich glaube, von hier komme ich auch nicht rüber. Da ist immer noch Wasser. Naja, muss ich. Es schimmen ist nichts, das wird jetzt zu lang dauern. Oder? Wenn ich hier ganz vorlaufe. Das hier hatte ich ja am Anfang mir vorgemerkt. Als Base. Oder eventuelle Bauplatz. Von diesen Insel da vorne. Das hier. Also das wäre schon mal eine Alternative. Hier oben. Den eigenen Base zu bauen. Also direkt auf die Insel. Dass wir von außen rum komplett Wasser haben. Aber eigentlich will ich einen Hang haben. Und zwar einen so richtig steiler Hang. Dass wir. Na komm, schwimmen wir einfach rüber. Dass wir. Und so ein Base direkt, also die Rückseite direkt an den Hang machen, dass von hinten nichts mehr kommen kann, dass wir wirklich nur links, rechts und vorne schützen müssen. Da habe ich auch schon einen Plan, wie ich das schützen kann oder werde. Aber da brauche ich halt noch einiges an Zeit, einiges an Skillpunkte. Ich muss erstmal Beton mischen lernen. Ich muss mir eine Mine bauen, wo ich an viel Steine reinkomme. Oh, noch mehr. Noch mehr Wasser. Nein, oder? Oh, da ist wirklich sehr viel Wasser. Ich nehme jetzt einfach mal am Anfang mal alles mit, was ich bekomme hier. Ist ja nicht so schlimm. Wir ja wieder wegscrappen oder wegschmeißen. Wir haben es ja, ne? Unsere Stadt oder Städtchen war auch da vorne irgendwo. Also ich denke, dass wir bestimmt auf irgendeine Stadt stoßen werden hier.
bis bevor wir zum Trader ankommen. Lass ich mich mal nicht überraschen. Ich hoffe nur, dass wir nicht die Hauptstadt treffen, weil das ging jetzt gar nicht. Ja, lass mal den Zombie Zombie sein. Und ich hab's gesehen, hier springt auch irgendwo ein Hühnchen rum. Aber den lassen wir jetzt einfach auch Hühnchen sein und laufen weiter. Weil wir suchen ja was ganz anderes jetzt. Komm, komm ein bisschen näher, komm ein bisschen näher. Oh, hat ein Schuss gereicht. Nicht schlecht. Machete wäre jetzt nicht schlecht, oder zumindest ein Mining Helm. Also Mining Helm wäre jetzt ideal, vor allem wenn wir nachher eine Stadt finden und versuchen die Häuser zu looten, wäre natürlich ein Mining Helm absolut genial. Der hält aber viel aus. Lieber Mann, der hält aber viel aus. Okay. Zeit haben wir jede Menge. Es ist erst 9.57 Uhr. Es ist erst Tag 8. Die nächste Horde, die ist erst am Tag 14. Okay, unser Trader, unser Händler ist in der Richtung. Mich würde interessieren, was dahinter kommt. Und ich schau mal kurz nach hinten. Lassen wir uns kurz nach hinten. Schauen wir kurz durch. Es könnte sein, dass nämlich da hinten eine Stadt ist. Was haben wir da gefunden? Stacheldraht, Holzknüppel. Okay. Stacheldraht, Holzknüppel. Unser war stärker. Gut, können wir gleich wieder scrappen. Muss nicht sein. Schwein, du hast heute richtig Schwein. Ah, okay, da ist, glaube ich, unser kleines Städtchen. Gut, das hat sich dann hiermit erledigt. 32 Grad, das heißt, dass irgendetwas ihm zu warm ist. Was macht denn das T-Shirt hier? Minus 3 ist doch okay. Die Hose plus 1. Dann ziehen wir die Hose aus. Dann lauf halt mit deinen Unterhosen. Kann ich dir auch nicht mehr helfen. Okay. Sorry, dass ich ein bisschen leise bin, aber ich höre hier wirklich überall irgendwelche Geräusche. Habe ehrlich gesagt keine Lust, von irgendwelchen Zombies gefingert zu werden, von hinten oder von vorne oder je nachdem. Okay. Dann noch 2 Kilometer zum Trader, der ist. Also der könnte auch ruhig ein bisschen näher sein, ne? Wäre auch vielleicht gar nicht so dumm, wenn wir unser Base ein kleines bisschen in die Nähe vom Trader bauen. Schlimm. Irgendwas höre ich. Irgendwas rasselt hier im und weiter. Oh. Wie geil sieht das denn aus? Die Straße, die läuft direkt mitten durch den See. Oh ja. Brass. Brauchen wir im Augenblick zwar noch nicht, aber ich nehme es mal mit. Wir können es ja jederzeit scrappen. Bleib stehen. Wie schön die wegrollt, ne? Was mir aufgefallen ist, die Krankenschwester, die haben wirklich zum größten Teil immer Geld dabei.
Ich habe echt keine Ahnung, was das bedeuten soll. Na? Schläft er? Jetzt bist du wach geworden, ne? Na! Jetzt überlege ich, sollte ich wirklich darüber laufen? Okay, im Notfall können wir immer noch in Wasser springen. Ich hoffe auch endlich mal jetzt demnächst ein Minibike-Buch zu finden und endlich mir mal ein Motorrad zu bauen. Hoffe, dass wir den jetzt hier irgendwo finden werden. Und ein Mining-Helm wäre sehr schön. Komm, gib mir endlich einen Mining-Helm. Okay, da ist noch eine Straße. Hier geht es, glaube ich, ins Schneebiom. Sieht ganz so aus. Wahrscheinlich ist der Trader im Schneebiom, weil da drüben sieht es schwer nach Schnee aus. Gut, lassen wir uns überraschen. Sehen wir ja gleich. Er ist in der Richtung. Schade. Querfeld einlaufen wird wohl nichts. Obwohl doch da hinten müsste es klappen. Oh, wir sind ziemlich nah an einem der Schätze. Aber den hole ich jetzt noch nicht. Den können wir uns später holen, wenn wir ein Minibike haben. Weil da wird man wirklich fast den ganzen Tag nur buddeln. Und dann ist es 2 bis 3 tief und die Anzeige ist so ungenau, dass man wirklich die meiste Zeit nur am Buddeln ist. Das mache ich dann, das würde ich dann offline machen und kann dann ja, sobald ich den Schatz finde, jederzeit noch dazu schalten. Das brauchen wir jetzt alles gerade nicht. Das ist alles unnötig. Okay, den einen, komm. Ach komm, darauf habe ich echt keine Lust. Gut, dann laufen wir mal weiter. Testen mal diesen Baby hier. Okay, so stark ist er noch nicht. Schade. Irgendwie hat der Teleskoparme oder sowas. Na, tut's weh? Na, tut's weh? Also irgendwie haben die echten Teleskoparme. Der trifft mich von 5 Meter. Komischerweise ich ihn nicht. Was ist das hier? Okay. Okay, das ist glaube ich auch neu. Das hatte ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Kleber, nimm mal mit. So, hier in der Nähe ist unser Schatz. Wie ich vermutet habe, da ist unsere Stadt, den wir suchen. Und so wie es aussieht, ist der Trader wirklich nicht mal weit davon. Wie weit haben wir es noch zum Trader? Von hier aus sind es 940 Meter. Hier ist der Trader.
Und hier ist die Stadt. Ist es wieder so eine kleine Stadt oder ist es ist mal ein bisschen größer? Okay, eigentlich können wir da rein. Gut bewaffnet sind wir. Jetzt werden natürlich erstmal hier eine Menge Zombies kommen. Das würde ich nicht verhindern können. Aber wir müssen leider erstmal die Stadt säubern, damit wir überhaupt hier irgendetwas looten können. Aber das werden wir jetzt machen. Wir säubern jetzt einfach die komplette Stadt. Und schauen mal, was für Gebäude wir alles haben. Okay, so. Bis jetzt sehe ich nur Häuser. Hier keine Geschäfte. Eine Stadt ohne Geschäfte. Das ist nicht gut. Und kann eigentlich fast nicht sein. Oh ja. Oh ja. Den muss ich unbedingt mitnehmen. Ein ziemlich starker Motor. Den können wir, oder den brauchen wir für unsere Betonmische nachher. Da kommen noch. Jetzt kommen sie alle. Okay, ich sollte irgendwas scrappen und zumindest Motor hier nehmen, bevor der mir hier wegpackt. Komm, den haben wir schon mal. Ich versuche mal die ganzen Zombies hier ein bisschen zu sammeln, dass ich alle mal zusammen habe. Na, kommt mal schön her. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Dann müssen wir sie nicht einzeln abknallen, sondern können wir alle schön zusammen. Komm, komm, hier bin ich. So, fangen wir mit dem Dickerle hier an. Jawohl, und Level up. Du bist die Nächste. Du die Nächste. Wo willst du hin? Wo willst denn du hin? Komm. Na. Immer wieder nach hinten schauen. Meistens kommen sie nämlich dann von hinten, wenn man es gar nicht erwartet. Komm. Oh, das war jetzt knapp. Das war jetzt richtig knapp. Von der Seite kommen noch ein paar. Au, das hat weh getan. Okay, komm mal hier. Hier bin ich, hier bin ich. Hier, hier, hierher. Sehr schön. Ach, der war daneben. Der war richtig daneben. Okay. Die nächste bitte. Und die nächste. Und noch eine. Den dicken hier. Die vertragen wirklich sehr viel. Also bis man so einen Down kriegt. Schwesterchen. So langsam. Ganz langsam. Ups. Oh, also mit dem Crossbow, ehrlich gesagt, der Bogen war mir, wenn ich mir jetzt so überlege, lieber. Okay, die ist tot. Den haben wir auch erwischt. Und den haben wir auch erwischt. Oh, oh, hat's wehgetan. Das tut mir aber jetzt echt leid.
daneben. Komm, komm. Ich habe auch noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Anscheinend tut es weh. Ich will einfach ein bisschen auch mit den Stumpfwaffen hier skillen. Deswegen versuche ich eigentlich, die damit zu töten. Komm. Oh. Na, warte du. Der backt immerhin. Ach komm, jetzt reicht's. Wir sind doch noch zu schwach. Mit stumpfer Waffen. Sollte ich noch ein paar Punkte reinmachen oder einzelne Zombies, wenn es nicht so viele sind, mit dem Knüppel erschlagen. Weil das bringt dann den Skill richtig hoch. Ja, dich sehe ich auch. Dich habe ich auch gesehen, komm. Das war mal heftig daneben. Okay. Okay. Dass der einfach so viel aushält, ist echt... Das ist echt der Hammer. Wie viel der aushält. Okay. Ich glaube, wir haben einigermaßen gesäubert. Looten wir mal die hier. Nee. Die scrappen wir einfach. Was kannst du behalten? Was hast du? Nichts. Du. Einmal. Zombie-Sandwich. Jawohl. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Das essen wir einfach. Das kann ich jetzt nicht mehr essen. Aber wir können das auf jeden Fall mitnehmen. Oder auch nicht. Was ist jetzt? Okay. Aber das kann ich trinken. Oder zerlegen. So geht es natürlich auch. Okay. Die haben wir alle. Die haben wir. Den haben wir noch nicht. Doch, den haben wir. Was hast du? Und du? Hier haben wir auch nichts Besonderes hier. Na du? Ja. Ist gut. Ist ja schon gut. Was hast du dabei? Oh. Lesen wir gleich mal. Ja, ich hör's. Ah. Noch einer. Den grüßen wir auch mal. Ey, stirb. Du sollst sterben. Okay. Oh. Puh. Das ist gut. Den einen tue ich einfach mal scrappen. Das können wir auch zerlegen. Das schmeißen wir weg. Was kann ich noch? Das hier.
Komm, zerleg. Okay, was ist das? Zerbrochenes Glas. Das dürft ihr Zombies behalten. Ihr könnt ja damit spielen. Das hier zerlegen wir auch. Auto ist gelootet. Okay. Das hier noch nicht. Ja, irgendwo höre ich wieder einen Krabbler. Und einen Zappelphilipp. Komm, die müssen wir unbedingt hier alle wegmachen. Ansonsten werden die uns hier nicht in Ruhe looten lassen. So wie ich dich kenne, werden sie andauernd kommen und wollen spielen. Komm. 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 Komm näher. Okay. Haben wir irgendetwas noch zum Zerlegen? Das brauchen wir jetzt nicht. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht. Okay. So, jetzt haben wir einigermaßen, glaube ich, hier was gesäubert. Also wenn hier keine Hunde sind. Ich habe das Gefühl, dass hier, dass wir gleich hier es mit Hundestum bekommen. Okay, ich sehe hier aber nur Häuser. Ich hätte gern ein Geschäft. Am besten Cracker Book oder sowas. Ich will nämlich unbedingt ein Minibike-Buch haben. Ups. Oh. Das muss jetzt aber wehgetan haben. Habe ich doch eiskalt den Zombie gestemmt. Okay. Was haben wir da alles Schönes? Da hinten sind die Geschäfte, so wie es aussieht. Und auf der anderen Seite. Irgendjemand klopft sich da was auf. Nix. Okay. Da hinten haben wir dieses. Da springt noch ein Hase rum. Okay, ich will mir erstmal von außen die Stadt anschauen. Was ich hier alles habe. Looten können wir ja später dann noch. Ich sollte mir vielleicht irgendwo eine Kiste bauen. Wo ich quasi mein gelootetes Zwischenlager. Wie viel seid ihr denn noch, Mann? Wie viele seid ihr denn noch? Oh, da kommt schon wieder eine ganze Horde. Ich glaub's nicht. Da kommt wirklich noch eine ganze Horde hier. Okay. Lass ich jetzt einfach mal. Wir haben genügend zum Essen. Und bekommen immer noch einen Haufen. Ja, dich habe ich auch gehört. Die Kerle, dich habe ich auch gehört. Dich habe ich auch gesehen. Und dich auch. Na, wirst du wohl sterben. Der will nicht sterben. Und hinten kommt noch ein Krabbler. Bist du denn? Da bist du.
Reiner kommt. Du kriegst auch noch ein paar auf die, auf dem Kopf. Und auch nix. Da. Wir haben genügend zum Essen. Haben wir die alle? Ja. Komm, lass mal das drin. Kann man ja eventuell später, falls wir das doch noch brauchen sollten, benutzen. Da ist noch einer. Sollte ich unbedingt killen. Damit ich mit ein bzw. zwei Schläge spätestens so einen Zombie tot bekomme. Okay, den haben wir auch noch nicht. Okay, meine Lieben. Wir sind wieder am Ende einer Folge angekommen. Ich werde auf jeden Fall die Stadt hier versuchen, so gut wie es geht zu looten. Oder zumindest, bis ich das habe, was ich suche. Und zwar ein Mining Helm. Ein Minibike-Buch wäre sehr, sehr, sehr gut. Und vielleicht noch ein paar Waffenteile, dass wir uns endlich mal unsere Waffen einigermaßen bauen können. Wenn euch die Folge hier gefallen hat, einen Daumen hoch oder ein Abo oder ein ganz netter Kommentar würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.